So, in diesem Video wollten wir Schleifen kennenlernen und dafür öffnen wir Xcode und öffnen einen neuen Playground. Den benennt ihr natürlich, wie ihr möchtet. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Schleifen. Dann speichert den mal ab, wo ihr möchtet. Vergrößern das und löschen das hier mal. So, ganz am Anfang habe ich euch ja mal gezeigt, wie wir zum Beispiel Gegner stellen. Ja, da stellen wir zum Beispiel verschiedene Variablen. Eine Name vom Typ String. Das initialisieren wir dann direkt mit einem Namen, Enemy. Dann zum Beispiel let Leben von dem Enemy ist vom Typ int gleich 10 und so weiter. Und wenn wir jetzt 5 Gegner erstellt haben wollten, dann haben wir das hier 5-mal kopiert. Da mussten wir noch die Namen ändern, weil ja kein Name doppelt vorkommen darf. So, und schon haben wir 5 Gegner erstellt. Aber ihr seht schon, nur um 5 Gegner zu erstellen, ist das eine ganze Menge Quellcode. Dann haben wir den nächsten Weg kennengelernt, nämlich über Funktion. Wir haben eine Funktion erstellt mit dem Schlüsselwort func. Dann den Namen der Funktion übergeben, also addEnemy. Dann Klammer auf, Klammer zu, das war ja die Parameterliste. Und in die Parameterliste haben wir zum Beispiel ein Label übergeben, Name. Und dieses Label war vom Typ String. Und zum Beispiel noch ein Label, Leben, vom Typ Int. Und dann haben wir hier den Anweisungsblock mit diesen zwei geschweiften Klammern aufgemacht. Und hier haben wir zum Beispiel dann zwei Variablen erstellt. LetName gleich Name. Wir arbeiten ja dann mit den Labeln hier oben. Innerhalb dieser Funktion, innerhalb dieser geschweiften Klammern. Dann zum Beispiel noch eine Variable, letLeben gleich Leben. Und denkt dran, in Swift müsst ihr den Datentyp nicht übergeben, da ja hier eine Zuweisung stattfindet und diese Variablen Name und Leben automatisch den Typen bekommen, was hier in diesen Labeln steht, beziehungsweise in dieser Parameterliste. Wenn ihr mal Option Alt drückt und dann fahrt ihr mal hier rüber, seht ihr so ein Fragezeichen. Und wenn ihr mal auf Name drückt, dann seht ihr, aha, LateName ist vom Typ String. So, und nun, was wir machen konnten, ist ja die Funktion über den Namen aufrufen, also addEnemy. Dann haben wir hier einen Namen übergeben vom Typ String und Leben zum Beispiel 10. So, und wenn wir das jetzt auch machen wollen für 5 Gegner, dann rufen wir die Funktion auch 5-mal auf. Doch was ist, wenn wir 1000 Gegner wollen oder 100? Dann müssten wir das Ding ja hier 100-mal aufrufen. Ziemlich umständlich. Und dafür gibt es diese Schleifen. Und es gibt drei Typen von Schleifen, beziehungsweise eigentlich vier, aber die vierte werden wir erst kennenlernen, wenn wir Datenstrukturen kennenlernen. Also die erste Schleife ist eine For-Schleife, das zweite ist eine While-Schleife und das dritte ist eine Repeat-While-Schleife. So, noch das Kommentar hier einmal richtig schreiben. So rum. Also, wie funktioniert diese For-Schleife? Damit fangen wir mal an. Das funktioniert, indem wir das Schlüsselwort for benutzen. Dann schreiben wir Index hin. Dann schreiben wir in. Dann einen Startpoint, also einen Anfangspunkt 1, Punkt, Punkt, Punkt. Dann zum Beispiel 10, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Wie funktioniert das Ganze? Index hier ist eine Variable, die jedes Mal einen neuen Wert zugewiesen bekommt. Das heißt, im ersten Schleifendurchgang ist Index eine 1. Dann geht die Schleife in diesen Anweisungsblock, führt alles aus, was in diesem Block steht. Also jetzt bei uns in diesem Fall zum Beispiel ein Printbefehl. Und hier machen wir einen Backslash, Klammer auf, Klammer zu und geben Index ein, weil wir Index ausgeben wollen. Und dann seht ihr hier unten schon in der Konsole die Ausgabe 1, 2, 3, 4, 5 bis 10, weil die Schleife 10-mal ausgeführt wird. Das heißt, im ersten Schleifendurchgang nochmal, Index ist eine Variable, bekommt im ersten Durchgang die 1 zugewiesen, dann wird hier in diesen Anweisungsblock gegangen. Und alles ausgeführt, was hier drin steht. Und das ist nur ein Printbefehl. Dann im zweiten Schleifendurchgang ist Index schon 2. Dann wird wieder in diesen Anweisungsblock gegangen. Alles ausgeführt. Dann im dritten ist Index eine 3. Dann wird wieder alles aus diesem Anweisungsblock ausgeführt und so weiter und so fort. So, und wir wollten ja noch unsere Funktion aufrufen. Das geht mit addEnemy. Wir haben unseren Enemies oder unsere Enemies haben wir Enemy genannt. Und Leben. Jeder Enemy hat ein Leben von 10. Das heißt, wir erstellen jetzt 10 Enemies, das seht ihr hier rechts. Und damit ihr seht, dass das funktioniert, können wir der Funktion auch einen Rückgabetyp geben. Und dafür machen wir hier ein File hin. Und wir wollen ein Int zurückgeben. Denkt dran, dieser File, das sagte ja immer, hey, die Funktion hat einen Rückgabetyp. Jetzt meckert er natürlich, weil wir unseren Return-Befehl nicht genutzt haben. Return Leben. Und Leben ist, und ihr seht schon, Leben ist vom Typ Int. Das heißt, wir geben jetzt von der Funktion ein Int zurück. Und dieses Int speichern wir jetzt hier in der Vorschleife in einer neuen Variable, let Leben gleich.
Und das geben wir jetzt auch aus. Print, wieder Backslash, Klammer auf, Klammer zu, Leben. Denkt daran, dieser Backslash, Klammer auf, Klammer zu, wandelt immer alles in einen String um und gibt das aus. Und dann seht ihr hier schon 10, 10, 10, 10, 10 und das Ganze wird 10 mal ausgegeben. Also nochmal, eine Vorschleife ist immer dann gut, wenn ihr wisst, in welcher Range euch ihr bewegt. Weil dieser Punkt, 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 den nennt man quasi Range-Operator. Schreibt das mal hin. Ja, also dieser Punkt, Punkt, Punkt nennt man Range-Operator. Das heißt, ihr sagt jetzt 1 bis 10, also 10 Mal möchte ich alles, was zwischen diesen zwei geschweiften Klammern steht, alles, was hier drin steht, wiederholt haben. Ihr könnt natürlich auch die Range ändern, indem ihr sagt, hey, ich will aber erst ab 5 anfangen. Das geht auch. Und dann seht ihr hier, der fängt erst ab 5 an zu zählen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und wofür könnte man diese While-Schleife benutzen? Zum Beispiel, wir haben einen Endgegner. Und dieser Endgegner hat eine gewisse Anzahl von Leben. Das heißt, wir stellen eine neue Variable. Endgegner ist vom Typ int gleich 100. Und was wir dann noch brauchen, ist eine Variable, die signalisiert, dass der Gegner gerade aktuell getroffen wurde. Und das machen wir mit einem bool. Let Gegner hit ist vom Typ bool gleich true. Und jetzt, eine While-Schleife wird mit dem Schlüsselwort while begonnen. Und ihr seht schon hier, Playground gibt uns das hier vor. Wir klicken einfach drauf und ihr seht schon, aha, da haben wir sie. Und ihr seht schon hier Condition. Was war nochmal Condition? Condition heißt auf Deutsch übersetzt Bedingung. Was war nochmal eine Bedingung? Das hatten wir doch schon mal. Vielleicht wisst ihr das ja noch aus dem If-Video, wo wir die If-Statements gemacht haben, dass eine If-Anweisung immer auf eine Bedingung überprüft. Das heißt hier diese Condition, was eine Bedingung ist, wird immer überprüft. Und wenn diese Bedingung wahr ist, also true, dann geht die Schleife hier in diesen Anweisungsblock und führt diesen Code aus. So, was ist jetzt bei uns die Bedingung, damit die Schleife losgeht? Einmal, dass der Endgegner noch viel Leben hat, also größer 0, der ist noch nicht tot. Und dass wir ihn getroffen haben. Gegner hit gleich true. Denn würden wir dieses Gegner hit nicht einführen, dann würde der ja beim ersten Mal, beim ersten Treffer schon sofort sterben. So, und jetzt gucken wir, was wollen wir denn ausführen hier für einen Code. Wir wollen einmal, dass der Endgegner Leben verliert. Wir schreiben hier minus gleich 10. So, und jetzt wird hier gemeckert. Warum wird hier gemeckert? Weil Endgegner let ist. Wir haben ja hier in diesem Zeilencode gesagt, hey, Endgegner ist konstant mit diesem let. Wir wollen Endgegner nicht ändern. Das stimmt aber überhaupt nicht. Weil sobald der Gegner getroffen wird, wollen wir ja, dass sich der Wert dieser Variable Endgegner ändert. Und deswegen müssen wir hier ein war hinschreiben. So, und am Ende wollen wir das Ganze noch ausgeben mit einem Print-Befehl, damit wir das gleich in der Konsole sehen. Wir schreiben mal in End. Gegner hat noch Doppelpunkt, dann Backslash, Klammer auf, Klammer zu. Wir wollen das wieder als einen String ausgeben. End, Gegner. Und dann seht ihr, Gegner hat noch 90, 80, 70, 60 und so weiter bis 0. Und ihr seht schon die While-Schleife, den Unterschied. Die While-Schleife wollte jetzt gar nicht nach einer bestimmten Anzahl durchlaufen, sondern die While-Schleife überprüft hier diese Bedingung. Und solange diese Bedingung wahr ist, also true, solange das stimmt, geht die Schleife in diesen Anweisungsblock und führt alles, was hier drin steht, so lange aus, bis diese Bedingung nicht mehr wahr ist. Und da seht ihr hier unten, der Endgegner hat noch 0, weil wir ziehen das ja jedes Mal um minus 10 Punkte ab und irgendwann ist die Variable hier 0. Und sobald der Endgegner die Variable 0 ist, ist ja das nicht mehr wahr. Sprich, diese ganze Bedingung ist nicht mehr wahr. Und was es dann noch gibt, ist die Repeat-While-Schleife. Und das geht wie folgt. Wir schreiben hin Repeat. Dann machen wir die geschweifte Klammer auf und zu. Und hier unten schreiben wir jetzt hin While. Und hier unten können wir jetzt eine Bedingung festlegen. Dafür machen wir eine neue Variable. VarZahl von Typ int gleich 10. Und hier schreiben wir jetzt hin, solange Zahl größer 0 ist, wollen wir hier was ausführen. Zum einen wollen wir die Zahl ausgeben, deswegen machen wir wieder einen Print-Befehl. Backslash, Klammer auf, Klammer zu und schreiben hier hin Zahl. Und dann machen wir noch eine Rechnung, Zahl minus gleich 1. So, und jetzt seht ihr, diese Repeat-Schleife wird jetzt insgesamt 10 Mal ausgeführt. Das seht ihr hier, 10, 9, 8, 7, bla 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 und so weiter. Da seht ihr auch hier rechts, 10 Mal. So, und was ist jetzt der große Unterschied zwischen einer While-Schleife und einer Repeat-While-Schleife? Das seht ihr vielleicht an dem Aufbau. Eine While-Schleife überprüft hier im Kopfbereich die Bedingung. Und ist diese Bedingung true, also wahr, stimmt das, dann geht diese While-Schleife in diesen Anweisungsblock und führt alles so lange aus, bis die Bedingung falsch wird.
Und bei der Repeat-While-Schleife ist das genau andersrum. Zuerst wird hier in diesen Anweisungsblock gegangen, also zwischen diese zwei geschweiften Klammern, wird das Ganze ausgeführt und dann wird erst in der Fußzeile überprüft, ist die Bedingung noch wahr oder falsch. Und die Repeat-While-Schleife wird immer, egal was ihr da hinschreibt, immer mindestens einmal durchlaufen. Das seht ihr hier, wenn ich zum Beispiel Zahl mache, ist größer 100. Dann stimmt das ja überhaupt nicht mehr. Dann ist ja die Bedingung, die hier steht in der While, falsch. Und dann seht ihr hier trotzdem eine 10 ausgegeben von dieser Repeat-While-Schleife, weil zuerst in diesen Anweisungsblock gegangen wird, das ausgeführt wird und dann wird erst geschaut, hey, soll ich mich nochmal wiederholen oder nicht? Ist die Bedingung hier in der While-Schleife wahr? Ja, wiederhol dich. Ist die Bedingung falsch? Nö, wiederhol dich nicht. Also kurz nochmal zusammengefasst. Wir haben kennengelernt die For-Schleife. Das leiten wir mit diesem Schlüsselwort For ein. Index ist dabei eine Variable. Ihr könnt das benennen, wie ihr möchtet. Ihr könntet hier auch ein I hinmachen. Dann müssten wir das hier noch ändern. Und dann seht ihr, das Ganze wird trotzdem noch funktionieren. Das heißt, hier diese Variable nimmt in jedem Schleifendurchgang die Zahl zwischen diesem Punkt, also in unserem Fall 5, beziehungsweise zwischen dieser Range 5 und 10 an. Das heißt, in unserem Fall wäre jetzt I im ersten Schleifendurchgang eine 5, geht dann in diesen Anweisungsblock, führt hier alles aus, was hier drin steht. Dann ist I eine 6, geht wieder in diesen Anweisungsblock, führt das Ganze aus. Dann eine 7, führt wieder alles im Anweisungsblock aus und dann, bis es eben eine 10 wird. Dann haben wir kennengelernt die While-Schleife. Die While-Schleife überprüft hier in diesem Kopfbereich, ob die Bedingung wahr ist. Und solange diese Bedingung hier wahr ist, wird alles, was in diesem Anweisungsblock steht, ausgeführt. Und die Repeat-While-Schleife im Gegenzug geht immer zuerst in diesen Anweisungsblock, führt das aus und überprüft dann, ob die Anweisung stimmt oder nicht stimmt. Das heißt, die Repeat-While-Schleife wird immer mindestens einmal ausgeführt. So, im nächsten Video wollen wir dann anfangen mit Datenstrukturen. Und dort lernen wir dann noch eine andere For-Schleife kennen, nämlich eine For-In-Schleife oder unter Java nennt man die auch For-Each-Schleife. Und dort fangen wir dann erstmal an mit der Datenstruktur Array.